الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بإذن الله تعالى إن شاء الله werden wir heute auch dieses letzte Kapitel des großen Kapitels Kitab al-Salah abschließen. Wir hatten oder wir waren stehen geblieben mit dem Salatul Janaza, also das Totengebet, und auch Hamlul Janaza, das Tragen des Verstorbenen zum Grab. Wenn der Verstorbene am Grab angekommen ist, dann bleibt ja nur noch eine Aufgabe übrig, und zwar die Beerdigung des Verstorbenen. So ist halt die Überschrift dann heute: Kayfiyatud Dafni wa Ahkamul Qubur. Die Beerdigung und die Rechtsprechungen bezüglich der Gräber im Islam. Ad-Dafnu Fardu Kifayatin in Amkan. Wenn möglich, ist die Beerdigung auch eine Fardu Kifaya, also eine Fard, eine Pflicht für die Muslime, sobald es eine oder der oder eine oder andere es erfüllt, dass die Verpflichtung von den anderen verfällt. In Amkana, wenn möglich. وَلَا يُطْفَنُ الْمَيِّتُ فِي الدَّارِ, also zu Hause wird ein Verstorbener nicht begraben. وَلَا فِي مَدْفَنٍ خَاسٍ, auch nicht an einem speziellen privaten Platz oder Ort, sondern da, wo ein Friedhof ist, da, wo eine Grabstätte ist. Und dabei ist es ja wichtig jetzt, was das Ausheben des Grabes angeht, was man dabei beachten muss. Al-Hafr, Kayfiyatul Hafri wa Dafni kattali, wie folgt. Yuhfarul Qabru lid-Dafni qadra nisfi qamatin ala al-aqal. Also die Mindesthöhe für ein Grab, was man aushebt, ist nisfi qamatin, also eine halbe Mannhöhe. Eine halbe Mannhöhe heißt, das ist das Mindestmaß, das sind circa, also man sagt, ein Meter. Unter einem Meter sollte es nicht sein. Für Insade fahasenun. Je tiefer es ist, also wenn man noch mehr ausgräbt, desto besser ist es. Das heißt, für Insade ila sadri au ila qadri al qamati fahasenun. Also wenn man jetzt noch bis zur Brusthöhe runtergeht, also so tief gräbt, oder eine ganze Mannhöhe. Man geht hier von ungefähr 1,80 Meter aus. 1,80 Meter ist so das Maß, was man optimal nimmt für die Beerdigung. وَلَا يَزِيدُ الْعُمْقُ عَلَى الْقَامَةِ وَلَا يَقِلُّ عَنْ نِسْفِهَا. Aber weniger als diese 90 cm, 1 Meter oder noch tiefer als 1,80 Meter, 1,90 Meter nimmt man nicht. Das ist also zu der Tiefe des Grabes. Zu der Breite ist eine Sunna-Norm von 1 Meter, 1,20 Meter. Und zu der Länge ca. 2 Meter. Wenn jetzt natürlich jemand verstorben ist, der dann selber mehr als 2 Meter lang war, was nicht immer vorkommt, dann sollte entsprechend natürlich auch der Platz oder das Grab angepasst werden. Es sunnatu en yalhade, und von der Sunna des Grabes ist ein Lacht. Wenn ihr euch an dieses Video erinnern könnt, was wir uns hier angeschaut haben, da wurde das nochmal kurz dargestellt. Er erklärt aber auch jetzt hier, was ein Lacht ist. فَإِنْ تَعَذَّرَ اللَّحْتُ فَلَا بَأْسَ بِالشِّقِّ. Wenn man ein Lacht nicht machen kann, dann geht auch ein Schick. Ich gebe extra die Originalwortwahl wieder, weil es jetzt hier erklärt wird. كَمَا فِي أَرْضٍ رُخْوَةٍ, wenn es sich zum Beispiel um einen sehr weichen Boden handelt. وَصِفَةُ اللَّحْتِ, was ist ein Lacht? Hört man natürlich immer wieder. Wenn man von einem Grab redet, redet man von einem Lacht. Deswegen sollte man das gehört haben, und am besten weiß man auch, was das ist und wie das funktioniert. Al-Lahtu en yahfira fi janibil qiblati min al-qabri hufiratan. Dass man auf der Seite der Qibla, also jetzt in unserem Fall jetzt hier, sagen wir mal, hier wäre jetzt ein Grab, stellt euch diesen Tisch als Grab vor. Und wenn wir jetzt hier ein Grab aufmachen würden, dann wäre dieser Lacht wo? Hier, wo ich sitze, auf dieser Seite. Was macht man dort? Da macht man eine Nische auf, so eine
Vertiefung im Grab, da wo der Verstorbene quasi reingetan wird. Also er wird nicht in dieses Viereck, was jetzt 1,80 Meter tief, 1 Meter, 1,20 Meter breit, 2 Meter lang ist, einfach so reingetan, sondern da drin, in diesem Grab, wird noch an die Ecke, an der Seite der Qibla, noch eine Nische nochmal ausgegraben. فَيُوضَعُ فِيهَا الْمَيِّتُ Und der Verstorbene wird da reingetan. Wie? Kommen wir gleich zu, inshallah. وَصِفَةُ الشِّقِّ Und was ist diese Schick? أَنْ يَحْفِرَ فِي وَسَطِ الْقَبْرِ حُفِيرَةً فَيُوضَعُ فِيهَا الْمَيِّتُ Wenn ein Lacht nicht möglich ist, wie zum Beispiel der Boden ist zu weich und wenn man jetzt dort eine Nische aufmacht, aufgräbt, sodass das von oben runtersacken könnte, wenn der Boden das nicht hergibt, dann macht man genau in die Mitte des Grabes, was man aufgegraben hat, also jetzt wenn wir den Tisch nehmen, genau in die Mitte, einfach nochmal diese Vertiefung. Das ist eigentlich das gleiche wie der Lacht, was die Form angeht, aber es ist ein Schirk, weil es in der Mitte ist. Man nennt es so. Wie wird der Verstorbene jetzt dort reingetan? Eingelegt. يُدْخَلُ الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ مِنْ قِبِلِ الْقِبْلَةِ Der Verstorbene wird jetzt, also es ist jetzt im Grab sind jetzt 2 bis maximal 3 Männer drin, die jetzt den Verstorbenen annehmen werden, entgegennehmen werden. Und die anderen von oben, die jetzt den Verstorbenen reingeben ins Grab, die kommen von der Seite der Qibla. Das heißt, hier in unserem Fall immer verbildlichen, die kommen also von hier und geben den, reichen den Verstorbenen von hier an. Und die Verwandten oder die nahen Freunde oder diejenigen, die diese Aufgabe erfüllen, die nehmen von hier, also mit dem Rücken in dem Augenblick zur Qibla und den Verstorbenen zur Richtung Qibla annehmend. وَيَقُولُ عِنْدَ وَضْعِ الْمَيِّتِ Und in diesem Augenblick, wo der Verstorbene ins Grab gelegt wird, sagt man Folgendes. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Oder Bismillahi wa fi sabilillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillah. Im Namen Allahs, auf dem Weg Allahs und wa ala millati Rasulillah, mit der Religion Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Damit kamen wir auf die Welt als Muslime mit Bismillah und damit verabschieden wir uns von dieser Dunya, von diesseits. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Die Kurzform, das bitte merken, inshallah. Yuwajjahu al-mayyitu ila al-qiblati an jambihi al-ayman. Jetzt gehen wir von diesem Lacht aus. Wir haben also ein Lacht ausgegraben an der Qibla-Seite. Diese Nische, die als also quasi auf der von dieser Seite gesehen auf der rechten Wand des Grabes ist. Yuwajjahu al-mayyitu ila al-qiblati ala jambihi al-aymani. Er wird also auf seine rechte Seite gelegt, damit sein Gesicht zur Qibla zeigt. Am Ende muss der Verstorbene auf seiner rechten Seite liegen und mit dem Gesicht zur Qibla zeigen. Das heißt, in dieses Lacht macht man auch so eine kleine Neigung, sodass er nicht flach liegt, sondern ein bisschen angehoben. Wenn ich das so hier zeige, dass also hier, das wäre ein flaches Liegen und das wäre geneigt. Wie macht man die Neigung? Indem man unter seinem Rücken hintenrum ein bisschen Erde nochmal verteilt, damit einfach die Neigung entsteht, sodass er mit dem Gesicht in Richtung Qibla zeigt oder gerichtet wird. Wenn er jetzt dort liegt, erinnert euch bitte daran, als das Leichentuch nach der Waschung, als er da drin eingewickelt wurde, hatten wir 2 oder 3 Knoten gemacht am Kopf, am Fuß und auch in der Mitte, damit er dort getragen und ins Grab gelegt werden kann oder sie, und diese Knoten, die werden jetzt gelöst. Also man macht dieses Kefen, das Leichentuch, nicht auf, sondern nur die Knoten werden gelöst. يُسَدُّ اللَّحْتُ أَوْ الشِّقُّ بِاللَّبِنِ أَوْ الْقَصَبِ Jetzt wird zuerst, bevor das Grab verschlossen wird mit Erde, wird erst die Lacht, oder wenn es in der Mitte ist, die Schick, verschlossen. Womit? Mit Ziegeln oder mit Schilfsrohr oder mit diesen Holzteilen, die vorher schon angefertigt werden. Das ist aus Respekt vor den Verstorbenen, warum das gemacht wird. Damit die Erde, die gleich in das Grab geworfen wird, nicht direkt auf den Verstorbenen prallt. Denn der Muslim, der Mu'min ist immer wertvoll.
Auch sein verstorbener Körper ist wertvoll, deswegen darf er nicht angefasst werden und man muss entsprechend behütet damit umgehen, sehr vorsichtig, wie wenn er leben würde. Und damit das halt nicht so passiert, legt man diese Ziegeln oder diese Holzstücke entsprechend in dieser Form vor diesen Lacht. Yustahabbu an yahthu at-turaba bi yadayhi jami'an thalathan. Dann kommen die Muslime, die da jetzt sind, und am besten mit den Händen werfen sie jetzt die Erde ins Grab. Danach wird das Grab gefüllt, um das halt zu verschließen und aufzufüllen. Und bei der Befüllung kann man sagen, es ist jetzt, da gibt es Meinungsverschiedenheiten, ist es jetzt von der Sunna oder nicht. Aus Erde wurdest du erschaffen oder wurden wir erschaffen. In die Erde gehen wir zurück und aus der Erde werden wir wieder auferstehen. Kann man machen, ist aber kein Muss. Yustahabbu an yusajjiya qabr al-mar'ati bi thawbin 'inda wadi'aha fil lahd. Wenn es sich um eine Frau handelt, die gerade beerdigt wird, dann kann man, falls eventuell sich das Leichentuch öffnet oder generell auch von oben das Grab zudecken mit einer Decke oder ähnlichem, eine Plane, um ja, solche, vor einer Situation das Ganze zu bewahren. Aber wie gesagt, in der Regel sind die Organisationen, die das dann in diesem Augenblick machen, auch sehr gut vorbereitet und kennen sich da auch aus und haben auch die entsprechenden Materialien dabei. Wenn man nicht vorbereitet ist und dann in dem Augenblick versucht, das Ganze dann herzurichten oder spontan zu lösen, wird das nicht klappen. Es muss vorbereitet werden. Jetzt ist der Verstorbene im Grab. Mann, Frau ist egal. Alt, jung ist egal. Das Grab ist auch verschüttet worden, zugemacht worden. Es ist jetzt von der Sunna, dass diejenigen, die dort anbetend sind, für den Verstorbenen Bittgebete aussprechen. Denn كان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه السلام يقول sagte in diesen Augenblicken استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. Bittet Allah um Vergebung für den Verstorbenen. Bittet Allah darum, dass Allah dem Verstorbenen Standhaftigkeit gibt. فإنه الآن يسأل. Denn in diesem Augenblick wird er zur Rechenschaft gezogen. Er wird jetzt verhört. Jetzt ist er nur noch alleine mit seinen Taten im Grab. Und jetzt kann ihm alles nichts mehr bringen. Nur wenn er dort als Mu'min eingetreten ist und mit den entsprechenden rechtschaffenen Taten, dann wird ihm das von Nutzen sein. Alles andere nicht. Aber trotzdem sagt Rasulullah a.s., bittet Allah um Vergebung für ihn. Und dass Allah ihm Standhaftigkeit jetzt bei der Befragung gibt, فَإِنَّهُ الْآن يُسْأَلْ. Jetzt wird er befragt. Wer befragt ihn? Es kommen zwei Engel, Munkar und Nakir, die heißen so, diese zwei Engel, und fragen dort den Verstorbenen nach einigen Punkten. مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ. Wer ist dein Herr? Was ist deine Religion? Wer ist dieser Mann, also Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Der Mu'min wird das so beantworten können, wie er es jetzt so in diesem Augenblick beantworten kann. Aber derjenige, der damit nichts zu tun hatte und denkt, dass er das dort vielleicht beantworten kann, aber vielleicht sogar diese drei Punkte bekämpft hat in seinem Leben, also gegen Allah, hascha, gekämpft symbolisch jetzt, gegen seine Religion natürlich, gegen die Sunna von Rasulullah alaihi wasallam, gegen den Islam, gegen die Scharia, wie soll er die Fragen dort beantworten können? Es wird natürlich nie möglich sein. Und dementsprechend, wie die Befragung ausgeht, öffnet sich entweder ein Fenster im Grab und das Grab weitet sich so weit, wie man sich das gar nicht vorstellen kann, und durch dieses Fenster schaut der Verstorbene seinen Platz im Paradies an. Und andersrum, das sind alles Hadithe, die ich gerade jetzt so
in meiner eigenen Zusammenfassung sage. Und wenn er diese nicht beantworten konnte, dann wird ihn sein Grab so sehr zusammenpressen, sagt Rasulullah a.s., sodass seine Rippen ineinander gehen werden und zeigt dieses. Die Rippen gehen ineinander. Und er wird im Grab schon die Bestrafung für ihn beginnen im Grab. Und diese Bestrafung hören die erschaffenen Tiere und andere Wesen, außer der Mensch. Wenn der Mensch das hören würde, würde er niemanden mehr begraben vor Angst. Und deswegen gibt es nur eine Lösung, als Muslim zu leben und als Muslim zu sterben. Und Proviant ins Grab mitzunehmen, im Diesseits, sich darauf vorzubereiten. وَيَجُوزُ الْجُلُوسُ عِنْدَهُ أَثْنَاءَ الدَّفْنِ. Wir hatten letzte Woche gesagt, die Muslime, die mitgekommen sind, außer wenn jemand jetzt alt ist, schwach ist, die stehen also aus Respekt, wenn der Verstorbene dort ankommt, ins Grab gelegt wird. Aber auch nicht nur aus Respekt, sondern sie können ja auch anpacken, behilflich sein. Aber nachdem er jetzt reingelegt wurde, beerdigt wurde, setzen sie sich hin. وَتَذْكِيرُ الْحَاذِرِينَ بَعْدَهُ بِالْمَوْتِ وَنَحْوِهِ. Und erinnern sich selbst an den Tod und denken daran, dass sie jetzt derjenige sind, der dort liegt. Denn definitiv, Fakt ist eins, eines Tages wird er oder du oder ich auch da drin liegen. Wann, wissen wir nicht. Nur wir wissen, dass es definitiv passieren wird. Und deswegen erinnert man sich in dieser jetzt so perfekten Gelegenheit dafür daran. Und denkt nicht immer, die anderen sterben, ich nicht. Sondern dieser Augenblick ist jetzt wirklich für Tadkir da, und vielleicht der Imam, der auch noch da ist, vielleicht kann auch noch ein, zwei entsprechende Sätze dazu sagen, ohne es in die Länge zu ziehen. Masailul Qabr wa Dafni. Ein paar verschiedene Punkte noch dazu. Zum Qabr, also zum Grab und auch zur Beerdigung. يستحب أن يسنم القبر قدر الشبر تقريبا. Jetzt wurde das Grab zugeschüttet, verschlossen. Man Yusennim bedeutet, die Erde hochzuhäufen, also so ein bisschen hochzu. Das ist jetzt flach und die Erde wird ein bisschen hochgehäuft jetzt. Qadr al-Shibrin taqriban, circa 25 cm, 20 bis 25 cm hoch. In Form so eines Hügels, weil es auch sowieso noch absacken wird und das Wasser ein bisschen besser abfließen kann. Li yatamayyaz al-qabr fayu'rafa wa la yuhan. Aber hier hat es noch einen anderen Grund, damit dieser Platz als Grab gekennzeichnet wird und erkennbar ist, für Yu'raf erkennbar ist, wala yuhan, damit es nicht missachtet wird oder missbraucht wird. Weil wenn man das jetzt nicht kennzeichnen würde, wenn die Menschen jetzt nicht wissen würden, dass hier ein Grab ist, dann könnten sie ja was anderes, wenn man es nicht weiß, es missbrauchen. Vielleicht sogar aufmachen, darauf bauen, irgendwas. Aber wenn es gekennzeichnet wird, dann wird das nicht passieren. Wala ba'sa. Es ist auch kein Problem, mit Wasser das Ganze jetzt so ein bisschen zu besprühen, zu benetzen. Aber verputzen, also mit Zementkalk. Oder mit Zement oder mit Kalk ist verboten, nicht erlaubt. Denn Rasulullah hat es verboten, wo er sagte, nahan an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, wo ist die Fußnote hier? An yujassis al-qabr, also das Grab zu verputzen mit Zement oder mit Kalk, wa an yaqud alayhi, sich darauf zu setzen, wa an yabna alayhi, oder auf einem Grab zu bauen, ist alles verboten. Ein Hadith bei Muslim überliefert, weil es Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam so verboten hat. ويجوز أن يعلمه بحجر أو نحوه. Es auch von der Sunna, wie es Rasulullah gemacht hat, dieses Grab zu kennzeichnen mit einem Stein oder ähnlichem. Also meistens macht man ja, was auch vorbereitet ist, so eine Holztafel, so ein Holzstück, wo man dann den Namen auch noch draufschreibt und dieses Grab dann entsprechend kennzeichnet. البناء على القبر لا يجوز. Also darauf zu bauen ist nicht verboten, ist nicht erlaubt, ist verboten. Also eine Art Tempel oder dergleichen ist nicht erlaubt. Definitiv nicht. Kommt das gleich noch oder sagen wir es direkt hier? Wenn es kommt, ist nicht schlimm. Also die Sunna-Art und Weise eines Grabes sieht also folgendermaßen aus.
wie es Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auch mit seinen eigenen Händen gemacht hat. Das Grab wird so verschlossen, man macht eine Erhöhung auf dem Grab, diese 20 bis 25 cm, damit man es sieht, und packt an die beiden Endungen des Grabes, also Kopf- und Fußseite, Steine. Auf diese Steine kann man auch seinen Namen draufschreiben, muss man noch nicht mal, kann man aber, damit man es kennzeichnet. Wenn jetzt dort mehrere Gräber sind, ist es von Vorteil. Und um das Grab drumherum, damit man das Drauftreten da drauf und so weiter verhindern kann, legt man auch einfach Steine. Das war's. Das ist die richtige Sunna-Art und Weise eines Grabes. Wenn ich mal eines Tages sterbe, inshallah, dann gebe ich als Wasi an alle Muslime, dass mein Grab genauso aussehen soll, inshallah, und nicht anders, nicht ein bisschen mehr, weil das ist die richtige Sunna dafür. Also kein Marmor, kein Zement, kein Kalk, kein Beton, nichts. Nur so, wie es in unseren Büchern beschrieben ist und dargestellt wird. ولا يخرج الميت من القبر بعد إهالة التراب. Nachdem das Grab jetzt verschlossen ist, wird der Verstorbene dort nicht mehr rausgeholt. Es ist verboten. Es gibt eine Ausnahme, إلا لحق آدمي. Wenn es um ein Recht geht eines anderen, einer anderen Person, was er vielleicht verletzt hat, nicht er, sondern was jetzt durch die Beerdigung verletzt sein könnte. Was zum Beispiel? كأن تكون الأرض مغصوبة. Das wäre zwar ein riesengroßer Organisationsmissgeschick, aber kann ja passieren, dass er auf einem Platz beerdigt wurde, was ihm gar nicht gehört. Vielleicht auf einem Grundstück eines anderen oder einem Grab, was vielleicht jemand anderem schon zugesprochen, wo die Gebühr schon bezahlt wurde. All das passiert. Also derjenige, dem das Recht jetzt gebührt, er kann sich entscheiden, ob er tatsächlich auf sein Recht besteht oder ob er entsprechend das sich bezahlen lässt. Das wäre auch möglich. Oder, was auch möglich ist, man sollte sicherlich bei der Beerdigung aufpassen, aber jemand war dabei, hat sein Portemonnaie verloren und da waren jetzt 3000 Euro Geld drin, als Beispiel jetzt. Also für 30 Euro sollte man das nicht machen, das Grab zu öffnen, aber sollte man vorher aufpassen. Aber wenn es um mehr Geld geht, wie mehr, ich kann jetzt keine Zahlen nennen, es ist auch möglich, dafür ein Grab zu öffnen, rechtlich gesehen, um es dort wieder rauszunehmen. Aber auch das wäre sicherlich ein Missgeschick in der Organisation. Man sollte also aufpassen. Was hat Rasulullah a.s. gesagt, als er Ibrahim begraben hat? Inna Allah amara al-ihsan ala kulli shay. Allah hat euch vorgeschrieben, alles, was ihr macht, auf die beste Art und Weise zu tun. Auch die Beerdigung, die beste Art und Weise. Also die beste Art und Weise bedeutet was? Es so zu machen, wie es in der Sunna ist. Sonst würde jeder für sich selbst das Beste so definieren, wie er will. لا يدفن أكثر من واحد في قبر إلا لضرورة. Wenn es keine Sondersituation gibt, darf in einem Grab nicht mehr als eine Person beerdigt werden, begraben werden. ويحجز بينهما بتراب أو لبنين. Falls es aber sein muss, wegen Platz, Mangel, Not oder Krieg, in Kriegssituationen passiert das immer wieder, dann sollte man eine Trennung zwischen den einzelnen Verstorbenen irgendwie herrichten, durch Erde, durch Ziegel oder durch Holzstücke. Ja. يدفن في المقبرة القريبة من موضع موته. Jemand, der stirbt, wird an dem ihm am nahesten Sterbeort, am naheliegendsten Friedhof beerdigt. Das ist normalerweise üblich. Damit halt das, was haben wir gesagt, es muss schnell gehen. Der Verstorbene muss schnell gewaschen werden, Leichentuch, Beerdigung, muss alles schnell gehen, damit er schnell ins Paradies kommt. Wir reden ja von einem Mu'min. Und wenn es kein Guter war, dann ist es vom Vorteil, so schnell wie möglich, damit man ihn los wird. Das ist ein Hadith, was ich gerade sage. Und wir gehen aber jetzt immer vom Positiven aus, inshallah. Deswegen also am Ort, wo er begraben wird, sehr nah. وَيُكْرَهُ نَقْلُهُ إِلَى بَلَدٍ آخَرٍ. Also ein Verlegen an einen anderen Ort ist normalerweise nicht erlaubt. Normalerweise nicht erlaubt. Aber jetzt stellt ihr euch direkt wahrscheinlich die Frage, wenn ich das hier sage, aber wir transportieren ja oder die verlegen alle Verstorbenen immer in die Türkei, also meistens jetzt, wenn die Verstorbenen aus der Türkei herkommen. Das ist halt deswegen so, weil es hier kein islamisches Land ist. Was haben wir gesagt, als letzte Woche die Frage, glaube ich, von dir kam? Es ist also erlaubt, in einem Friedhof, wo ein Teil des Friedhofes gekennzeichnet ist als muslimisches Friedhof, also da sind nur Muslime, da ist es erlaubt, einen Muslim auch zu beerdigen.
Aber es muss nicht sein, sondern es ist sein Recht, in einem islamischen Land, in seinem Herkunftsland beerdigt zu werden. Warum? Weil dort viele, viele Muslime liegen, die beerdigt sind und viele, viele Menschen immer wieder vorbeikommen, die Dua für ihn machen. Und das ist ein großer Vorteil. Oder wenn er Gänsefüßchen Glück hat, ist dort vielleicht sogar ein Awliya, ein Freund Allahs oder ein Gelehrter begraben, der sicherlich dann für dieses Friedhof ausreichen wird, inshallah. Also wirst du hier nicht finden, sehr schwierig. Aber wenn die Möglichkeit halt nicht besteht, dann kann man das auch in diesem Land zum Beispiel oder in einem anderen nicht-islamischen Land, aber in einem Friedhof, wo der muslimische Teil abgegrenzt und gekennzeichnet, in einem Teil, wo das einfach Mischmasch ist, ist es nicht erlaubt, es wäre verboten. Wenn das aber jetzt gemacht wurde trotzdem, dann ist es halt so passiert. In diesem Fall wäre eine Verlegung möglich in einen Friedhof der Muslime. Wenn man mate fi sefinetin, wer auf einem Schiff verstirbt, Allah hat für ihn sein Ajal dort bestimmt, Schiffreise. Wa kana al-barru ba'idan, und die Erde, also das Festland, weit entfernt ist. Wa khifa ad-darar, und man jetzt Sorge hat, der wird hier verwesen. Also es dauert jetzt noch eine Woche, 2 Wochen, einen Monat vielleicht noch. Russile wa kuffine wa sulli alayhi. Dann wird auf diesem Schiff natürlich das ganze Prozedere ausgeführt. Er wird gewaschen, er wird in ein Leichentuch gewickelt. Es wird das Totengebet für ihn verrichtet. Wa ulqiya fil bahri, und dann lässt man ihn ins Wasser. Ins Wasser wird er dann gelassen und dort ist er dann aufgehoben. Nur Allah weiß, wer wann wo versterben wird. Wichtig ist, als Muslim zu sterben. Wo und wie ist unwichtig. Was nicht stirbt, ist dein Ruh, deine Seele. Was stirbt und vergänglich ist, ist dein Körper. Aber deine Seele nicht. Denn der ist dann entweder im Paradies oder in der Hölle. Et-Taziyatu, in diesem Zusammenhang jetzt noch die Taziyah, also die Beileidsbesuche, die Beileidsbekundung, das Anraten von Geduld. Hukmuha yustahabbu ta'ziyatu ahli al-mayyit, also es ist mustahab, also von der Sunna mustahab, für die Verwandten des Verstorbenen die Beileidsbesuche zu machen. Wie ist das? Ab Todeszeitpunkt sind das 3 Tage. Wenn jemand verstirbt, sind das 3 Tage. Danach ist es eigentlich Mekruh, außer es gibt jetzt natürlich Ausnahmen wie Entfernung und so weiter und so fort. Das ist dann auch okay. Was bedeutet Ta'ziyah? Hier Tasliyatul Musabe wa Tasbiruhu. Tasli ist das Trösten. Musab sind die Hinterliegenden, die Allah jetzt prüft, indem er einen Geliebten von ihnen genommen hat. Wa Tasbiruhu, und ihm Geduld einzuflößen. Qala an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam hat gesagt: Man azza musaben, wer also so jemanden besucht, also eine Familie besucht, wo ein Verwandter verstorben ist, falahu mithlu ajrihi, dann bekommt er die gleiche Belohnung wie diejenigen, denen Allah den Verwandten genommen hat, also verstorben ist, die aber dann natürlich auch Geduld ausüben. Dementsprechend bekommt er oder sie, die diese Besuche machen, auch die Belohnung. Und da gibt es natürlich auch eine Sunna, wie man das macht. Kefiyatuha, wie? Also derjenige, der jetzt das macht, der diese Besuche abstattet, der macht das wie folgt. Er geht zu den Verwandten. Also alle Verwandten zu besuchen ist vom Vorteil. Normalerweise organisiert man sich ja auch hier so, dass man sich in einem Haus oder in einer Wohnung trifft, am besten in der Wohnung des Ältesten oder sagen wir mal, wenn Vater verstorben ist, in der Wohnung der Mutter, damit diejenigen, die besuchen kommen, dann nicht noch 10 Häuser abfahren müssen, sondern eine Stelle besuchen und dann entsprechend alle Verwandten dort dann gesehen haben und seine Beileidsbekundung dort dann übermitteln kann. Und dort gibt es ein Hadith, versucht euch das zu merken, inshallah. Aber der Schreiber schreibt ja auch, Alhamdulillah, mit, wo man sagt: Inna lillahi ma akhada wa lahu ma a'ta. Allah gehört, Allah gibt, Allah nimmt. Allah ist derjenige, der genommen hat, Allah ist derjenige, der es gegeben hatte. Alles ist bei Allah für eine bestimmte Zeit. Das heißt, wer, wann, wie, wo stirbt, das weiß nur Allah. Seid geduldig und
erwartet die Belohnung bei Allah. Macht nichts Falsches, was der Islam nicht erlaubt. Ihr dürft weinen, ihr dürft traurig sein. Inna al-ayna tadma' wal-qalba yahzun. Wa la naqulu illa ma yardi rabbana, yarda rabbuna. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wie Rasulullah gesagt hat, das Auge weint, das Herz ist zerrissen, es ist traurig. Aber wir machen und sagen nichts, womit Allah nicht zufrieden ist. Wir gehören Allah und wir kehren zu ihm zurück. Das sind die Wörter, die der Muslim in dieser Situation sagt. Und auch in einem anderen Hadith, wo Rasulullah sagt, أعظم الله أجرك وأحسن عذائك وغفر لميتك. Also أعظم الله أجرك, möge Allah deine Belohnung vermehren. وأحسن عذائك, möge Allah euch, deine Familie, den Verstorbenen segnen. وغفر لميتك, und dem Verstorbenen möge Allah vergeben. Auch diese Wörter sind von der Sunna, inshallah, das dort zu sprechen. Wie ihr seht, sind das kurze Besuche. Wenn man jetzt sowas ausspricht dort, wie lange dauert das? Muss auch so sein, weil es ist kein, verzeiht mir bitte den Ausdruck, Kaffeeklatsch, was man dort dann macht. Auch nichts Weltliches oder Geschäftliches bespricht, sondern es ist ein kurzer Besuch, wo es wirklich einfach nur darum geht, zu zeigen, ich bin da, wir sind da, unsere Unterstützung ist da, alles was du brauchst, die Bittgebete sind da, finanziell, wenn irgendwas da ist, wir sind da. Und natürlich auch diese Sunna zu erfüllen. وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ فَضِيلَةَ الصَّبْرِ. Wenn er kann, wenn er sprechen kann, wenn er diese Sachen weiß, dann sollte er dort auch die Belohnung oder die Vorzüglichkeit für das geduldige Ausharren betonen. وَالْإِحْتِسَابُ فَحَسَنٌ. Ihtisab ist also, dass Allah diejenigen belohnt, die geduldig sind, die sich nach dem Islam verhalten. وَيَذْكُرْ عِنْدَهُ كُلُّ مَا يَزِيدُهُ صَبْرًا وَرِضًا بِقَضَاءِ اللَّهِ. Also alles, was dazu gehört zu diesem Thema, zum Qadr, zum Wohlgefallen Allah, zum Sabr, dort kann darüber kurz was erzählt werden. وتحرم النحاية نياحة 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 sich beklagen, sich schlagen, schreien, das ist verboten. ورفع الصوت بالبكاء, also schreien, zu weinen. Warum mich? Wieso? استغفر الله العظيم. Wem fragst du das also? Wo geht denn? Also es gibt ja nur eine Richtung, wo die Frage hingeht. Warum ich? Wer hat denn genommen? إن لله ما أخذ وله ما أعطى. Allah hat gegeben. Wer hat denn gegeben überhaupt? Warum hast du existiert? Warum hat derjenige, der verstorben ist, existiert? Weil Allah ihn erschaffen hat, ihm diese Möglichkeit gegeben hat. Und er hat jetzt genommen. Diese Frage oder derart Fragen oder Verhaltensweisen sind absolut von der Jahiliyyah und absolut verboten. Also eine Sünde wäre das. Waladmul Khudud, oder sich die Wangen oder auf den Körper zu schlagen. Bal yasbir wa yahtasib. Sabr, sabr, sabr. Und die Belohnung bei Allah zu erwarten. Hier gibt es noch ein paar Punkte, die ich noch erwähnen möchte, inshallah, dazu. Also Maulid wird oft auch gelesen für Verstorbene, was absolut sinnlos ist, also wirklich sinnlos. Maulid ist für den Geburtstag von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geschrieben worden. Also es gibt viele verschiedene Autoren. Die Türken lesen es meistens von Süleyman Çelebi rahmatullahi aleyh. Er hat seine Liebe zu Rasulullah in seinen Gedichten veröffentlicht. Alhamdulillah, sehr schön. Es sind auch sehr, sehr schöne Wörter, gar keine Frage. Aber was macht das für einen Sinn, über den Geburtstag zu reden bei einem Verstorbenen? Also es ist nicht von der Sunna, definitiv nicht. Und macht auch keinen Sinn. Oder, also 40 und 52 habe ich im Gedächtnis. Was gibt es noch? Was, Sörger? 7. 7 Bedeutungen gibt es auch? Also 7, 40, 52. Solche Tage gibt es. Also bei den Türken gibt es das zumindest. Ich weiß es nicht. Das ist sehr gängig, wenn man sagt, am 7., am 40., am 52. werden Programme gemacht, Koran gelesen. Warum nicht am 5.? Warum nicht am 13.? Wer hat diese Tage bestimmt? Gibt es ein Hadith, eine Überlieferung darüber? Natürlich nicht. Ist alles Bid'a. Und sich und den Verstorbenen mit solchen Sachen zu quälen, ist nicht islamisch. Also so etwas gibt es nicht. Jeden Augenblick kannst du deine Hände öffnen und Dua machen. Jeden Augenblick, jeden Tag, jede Nacht kannst du Koran rezitieren für den Verstorbenen. Das ist von der Sunna, aber nichts anderes. Oder zum Jahreswechsel und so weiter, all das ist, da gibt es nichts Bestimmtes. Noch wichtiger oder genauso wichtig wäre auch zu erwähnen auch, wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn jemand verstirbt, dann nennt ihn nur noch oder spricht nur noch im Guten über ihn oder über sie. Das ist ganz wichtig. Weil hier werden auch leider oft Fehler gemacht. Wenn jemand verstirbt, ist alles Schlechte,
was ja auch vielleicht subjektiv dargestellt wird, mit ihm oder mit ihr begraben. Feierabend. Vorbei. Darüber wird nicht mehr geredet, weil er sich oder sie nicht mehr verteidigen kann. Also es ist nicht erlaubt, über den Verstorbenen im Negativen zu sprechen, außer natürlich jetzt bei so jemandem, so ein Kafir, so ein Salim, jemand, der nicht Muslim war, den Islam bekämpft hat, so ein offensichtlicher Muschrik, über den und was er an schlechten Taten gemacht hat, natürlich kann man erzählen, um die Leute zu warnen, damit sie nicht diese gleichen Fehler machen. Das ist anderes. Aber wir reden hier über Muslime. Auch ganz gefährlich wäre es, oder eine ganz große oder die größte Beleidigung, zur Beerdigung eines Muslims einen Blumenkranz zu schicken. Einen Blumenkranz. Das ist die größte Beleidigung für einen Muslim, die es nur gibt. Wallahi al-Azim. Also möge Allah davor bewahren. Der Blumenkranz, verehrte Zuhörer, ist eine Ade, also eine Gepflogenheit der nicht-islamischen europäischen Gesellschaften, es ist entstanden durch die Ausschmückung eines Kreuzes, des christlichen Kreuzes. Und das ist also das hat einen religiösen Ursprung. Und etwas, was einen religiösen Ursprung, also eines nicht-islamisch-religiösen Ursprung hat, ist absolut verboten im Islam. So würde man einen Muslim, der verstorben ist, vergleichen mit einem Christen, und eine größere Beleidigung würde es nicht geben. Koran rezitieren ist erlaubt, es ist gewünscht. Am Grab, und wenn man nicht am Grab ist, auch von hier, wenn jemand, egal wo begraben ist, egal welche Sure du rezitierst, aber es gibt Überlieferungen, wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auch bei den Gräbern, also wer auch immer eine Grabstätte betritt und die Sure Yasin verliest, an diesem Tag erleichtert Allah die Pein derjenigen in den Gräbern. Dem Verlesenden gibt er in der Anzahl der dort sich Befindenden göttlichen Lohn, oder auch andere Sure oder auch andere Bittgebete. Wir machen das so. Also es gibt da auch sicherlich Leute, die dagegen reden. Das ist ihr Problem in Gänsefüßchen. Sollen diejenigen, die sie besuchen, was anderes dort verrichten, irgendein Buch aufschlagen, lesen. Wenn ihr mich besucht, inshallah, ich habe extra meinen Namen, rezitiert bitte dort den Yasin. Rezitiert bitte dort aus dem Koran und auch andere Sure aus dem Koran. Was sich andere wünschen, ist ihr Problem. Also Fatiha, Ayat al-Kursi oder auch andere Sure, Mulk, kann man dort natürlich alles rezitieren, oder auch ganz andere Verse aus dem Koran. Und danach zu sagen, ja Rabbi, überbringe den Lohn für das hier Verlesene zu diesem oder zu denen, die hier liegen, und das ist auch erlaubt und auch gewünscht, dass man das so macht. Inshallah. Der Mu'min hat es gemocht und geliebt, als er gelebt hat, Koran zu hören. Und genauso liebt er es, wenn er verstorben ist, im Grab auch Koran zu hören. Darum geht es einfach. Ahkamu Ziyaret al-Qubur, dazu natürlich auch, wie besucht man Grabstätten oder Gräber? Tustahabbu Ziyaret al-Qubur lil-It'adi biha. Also Gräber besucht man, Grabstätten, um eine Lehre daraus zu ziehen. Weil derjenige, der verstorben ist, der ist schon weg. Der kann daraus keine Lehre mehr ziehen. Aber diejenigen, die besuchen, sie sollen Gräber besuchen, damit sie eine Lehre daraus ziehen, damit sie auf den Boden zurückkehren, ruhig werden, Gedanken, damit sie sich an die Akhira, an den Tod erinnern, damit das Herz erweicht, und auch natürlich Bittgebete für die dort liegenden Gläubigen auszusprechen, und dass sie ihnen Allah vergibt, hatta yuntafa'u bidu'a'ihim, damit sie davon profitieren, und sich auch von diesem Besuch profitieren. Das heißt, derjenige, der dort liegt, oder diejenige, die dort liegt, profitiert davon, und auch derjenige, der die Besuche abstattet, profitiert auch davon. Also Rasulullah hat sehr oft Grabstätten besucht, Jannatul Baqi' oder auch andere, und wenn er diese besucht hat, ging er rein und hat gesagt, Assalamu alaikum ya dar qawmil mu'minin wa inna insha'allahu bikum lahiqun. Also Assalamu alaikum, Allahs Segen, Allahs Gruß, Allahs Frieden ist auf euch. O ihr Gläubigen, die hier liegt, bald werden wir auch zu euch kommen. Bald werden wir euch auch erreichen. As'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Ich wünsche von Allah, dass er mir, uns und euch Hilfe und Wohlergehen verleiht. Verschenkt. ولا يجوز أن يقول أو يفعل عندها ما يغضب ربنا جل وعلا.
am Grab oder wenn man diese Besuche abstattet, ist es absolut verboten, etwas dort zu machen, was nicht islamisch wäre, was Allahs Zorn auf sich ziehen würde. Kedua il-Maqbur, also die Gräber anzubeten, also dass man diese Gräber anbetet, vergöttert, vertempelt. Wal-Istighathati bihi, oder Hilfe von demjenigen, der dort liegt, zu bitten. Das ist auch natürlich nicht erlaubt. Min dunillahi ta'ala. Also das wäre Schirk, wenn man das bewusst so macht. Aber man muss da sensibel mit sowas umgehen. Also wenn jetzt jemand ein Grab besucht und sagt, dann sagen wir mal, da liegt jemand Wichtiges oder für ihn Liebes und sagt, gib mir das und mach das und du bist ja jetzt da an der wichtigen Stelle und sieh zu, dass du das für mich und so weiter. Also das wäre alles natürlich absolut verboten und nicht islamisch. Man muss die Leute aufklären. Also meistens, die Leute leider wissen nichts und sie können noch nicht mal dort den Koran rezitieren. Sie können noch nicht mal die Fatiha rezitieren, wenn sie dort sind. Also in der Türkei zum Beispiel gibt es Professionelle, die damit Geld verdienen. Also an so großen Friedhöfen zum Beispiel, wenn du hingehst, weil die wissen, hier kommen die meisten, die können keinen Koran lesen. Am Eingang treffen sie dann die Leute und sagen, was ist gewünscht, was ist auf dem Programm. Yasin kostet entsprechend. Fatiha kostet weniger, Ayat al-Kursi weniger, also wird verkauft. Es wird also kurz verkauft. Oder sie sagen, ich habe schon alles vorrezitiert, hier ist ein Ballon, was ich dir verkaufe, da ist alles schon reingepustet, wenn du das dann nachkriegst. Verzeiht mir, aber das ist schon, also, ist schon heftig. Also sie hatten ja mal so einen festgenommen. Es gibt so ein Video, da habe ich mal gesehen. Also die türkische Polizei hat so einen festgenommen, der die Leute da abgezockt hat. Und dann sagte er, warum, was habe ich denn gemacht? Warum habt ihr mich verhaftet? Er sagt, ja, du veräppelst die Leute hier und zockst die ab. Das ist Unrecht und das ist nicht richtig, was du machst. Nein, ich lese Koran. Dann sagt der eine Polizist, okay, lese mal Fatiha. Oder ich lasse eins von beiden. Und dann platzt natürlich die Bombe. Er kann das natürlich nicht. Also seht bitte zu, dass ihr inshallah Koran lesen könnt. Oft wird ja, genau, dann braucht ihr solche Probleme oder habt ihr solche Probleme nicht. Es wird ja natürlich oft gefragt, also, ja, soll man denn da Dua machen? Es gibt ja eine Gruppe oder einige, die da sagen, ja, also Dua für Verstorbene oder Koran bringt ja gar nichts. Also es ist absoluter Humbug, weil in sich total widersprüchlich ist. Denn diesen Hadith lehnen sie natürlich nicht ab, wo Rasulullah sagt, Yatba'ul Mayyit, also den Toten folgen bis zum Grab alle, also dem Toten bis zum Grab folgen drei Sachen. Aber darum geht es jetzt hier nicht, sondern was anderes wollte ich sagen. Wo war ich nochmal? Achso, genau. Dua für denjenigen, der verstorben ist. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, also es gibt drei Punkte, die eine Belohnung auch nach dem Tod für denjenigen, der verstorben ist, mit sich bringen. Was war das? Sadaqai Jariye. Also eine Sadaqa, die er zu seiner Lebzeit entrichtet hat, wovon die Menschen profitieren. Es kann zum Beispiel ein Baum sein, ein Obstbaum, wo sogar die Vögel nur essen. Das wäre auch eine Sadaqa, wo er dann sogar noch weiter profitiert. Also das Sawab, die Belohnung, bekommt er immer noch. Oder ein Wasser, eine Wasserquelle, ein Krankenhaus, eine Madrasa, eine Moschee, Sadaqa Jariye. Oder er hat Wissen hinterlassen, wovon die Menschen nach seinem Tod immer noch profitieren. Bücher geschrieben und so weiter und so fort. Schüler unterrichtet. Dieser Hadith, das streitet ja keiner ab. Auch diejenigen nicht, die das Bittgebet für die Qabr ablehnen. Rasulullah sagt, dass wir das machen sollen. Wenn ein Kind eines Verstorbenen, sein Sohn, seine Tochter, rechtschaffen, für denjenigen, der verstorben ist, Dua macht, er profitiert davon, sagt Rasulullah. Es wird ihm auch auf seine rechte Seite seines Buches geschrieben. Das wird weiter, profitiert er davon. Und welche Dua ist größer als der Koran? Die Sura Fatiha zum Beispiel kann man komplett als Dua rezitieren oder auch viele andere Verse aus dem Koran. Der Koran ist Dua. Also von daher, also hören wir uns das gar nicht an, sondern machen Dua. Yukrahu wat'ul quburi bil aqdam. Die Gräber mit Füßen zu betreten, darauf zu stehen, ist verboten. Makruh. Wal julusu, darauf zu sitzen, ist verboten. An-naumu alayha, darauf zu schlafen, ist verboten. Faqad naha Rasulullah an dhalik, Rasulullah hat davon verboten. Das verboten. Wa yukruhu an yamshiya bayna al-quburi fi na'alayhi.
Aber auch zwischen den Gräbern rumzulaufen, ist auch Makruh. Also man muss also schon die Gräber so machen, dass man genug Platz hat dazwischen oder also Zuwegungen hat zu den einzelnen Gräbern, inshallah. Dass das dann funktioniert. Okay. Wir schließen dieses Gesamtkapitel heute, inshallah, ab. Wann haben wir begonnen? Okay, inshallah, dann machen wir ein schnelles Abschließen. Weil in jedem Buch, egal welches wir aufschlagen, ob Qurtubi oder Fakhrul-Mösir oder Ikhtiyar oder auch andere Bücher, kommt als letztes hier in diesem Kapitel Ahkamu Shahid, also der Märtyrer. Weil er natürlich auch, es gibt bei dem Märtyrer spezielle Rechtsprechungen, wie dieses Prozedere bei ihm oder bei ihr aussieht. Es-Shuhada'u-Anba'un, denn es, nicht jeder ist Märtyrer. Sondern es gibt Kategorien von Märtyrern, von Shahid, walahum darajatun 'aliyatun 'indallah. Selbstverständlich gibt es für tatsächliche Märtyrer einen unglaublichen hohen Rang bei Allah. Wa a'lahum darajatun min qutila fi sabilillah. Der größte Rang, den man überhaupt irgendwie erreichen kann, ist, auf dem Weg Allahs ermordet zu werden, umgebracht zu werden. Qala Allahu azza wa jalla, Allah ta'ala sagt im Koran, ista'idu billah, wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amata, sagt nicht zu denjenigen, die auf dem Weg Allahs getötet worden, embata, dass sie tot sind. Bal ahya'un. Ganz im Gegenteil, sie leben. Inda rabbihim. Sie leben bei Allah. Yurzaqun. Und werden von ihm versorgt. Farihina bima atahum Allahu min fadlihi. Sie freuen sich über die Huld Allahs, über den Segen Allahs, über die Belohnung Allahs, die Allah ihnen gewährt hat. Wa shahidu anwa'un bihasabi hukm at-taghsil wa at-takfin. Was jetzt die Waschung und die Einhüllung in das Leichentuch angeht, gibt es also drei Kategorien. Erste Kategorie: Shahidud Dunya wal Akhirah wa huwa Shahidul Kamil. Also der vollkommene, richtige Shahid ist derjenige, der im Dunya, also was die Rechtsprechung im Diesseits und auch die Rechtsprechung im Jenseits angeht, Shahidud Dunya wal Akhirah, das ist also der vollkommene Shahid. Wer ist das? Man qutila dhulman amdan bi alatin jarihatin fi sabilillah. Wer auf dem Weg Allahs mit einer Waffe vorsätzlich zu Unrecht ermordet wurde. Das ist der richtige Shahid. Shahidud Dunya wal Akhirah. Shahid im Diesseits, Shahid im Jenseits. Aw qataluhu ahlul harbi, oder die Feinde, feindlichen Soldaten haben ihn getötet. Aw ahlul baghi, oder die Aufständischen. Aw quta'u tariqi, oder die Banditen, die Räuber haben ihn ermordet. Bi ayyi alatin kanat, egal mit welcher Waffe auch immer. وكذا من قتله اللصوص في منزله ليلا او ولو بمثقل. Also jemand wird in seinem Haus überfallen, in seinem Haus wird er ermordet mit etwas stumpfem, mit einem schweren Gegenstand, auch der ist Shahid. او نهارا بسلاح, oder tagsüber wurde er ermordet. او وجد في المعركه وبه اثر جرح وضرب وكسر. Er wurde auf dem Schlachtfeld gefunden, auf ihm sind Spuren, Verletzungen, Brüche, Brandflecken, Blut. All diese Sachen zeigen darauf hin, dass er Shahid ist. Okay. Was ist mit dem? La yughsalu wa la yukfanu. Dieserjenige wird nicht gewaschen und auch nicht in ein Leichentuch gewickelt. Damit er nicht gewaschen wird und nicht in ein nicht in dieses Kefen gewickelt wird, gibt es Bedingungen. Diese wären: Bisharti an yakuna, erstens Muslimen, dass er also ein Muslim war, ein Mu'min. Baligen, entsprechend alt war, die Pubertät erreicht hatte. Tahiran, anil hadith al-akbar, dass er von der großen Unreinheit rein war, also nicht Junub war oder bei einer Frau nicht die Menstruation hatte oder nicht nur Fasa, Wochenbett. Wa mata aqib al-isabati, und auf dem Schlachtfeld quasi oder bei diesem Kampf, egal wo, direkt nach der Verletzung gestorben ist, bi haythu lam yantafi' bi shay'in min marafiq al-hayah, ohne noch irgendein Prozess, was zum Alltag gehört, weiter ausgeführt zu haben. Was zum Beispiel Kel Ekli nicht weiter gegessen hat, wenn Naomi geschlafen hat, oder eine Gebetszeit vergangen ist, wobei er im Bewusstsein war. Hukmuhu. Was ist die Rechtsprechung für so einen Shahid? Wie gesagt, la yursal wa la yukfan, er wird nicht gewaschen, nicht in ein Kefen eingewickelt. وَإِنَّمَا يُدْفَنُ بِدَمِهِ, er wird beerdigt mit seinem Blut, وَثِيَابِهِ, und mit der Kleidung, womit er gekämpft hat.
Also ohne dass er gewaschen wird, wird für ihn das Totengebet verrichtet. Aber Kleidung heißt jetzt hier zum Beispiel, deswegen unten die Fußnote, also seine Kleidung wird nicht ausgezogen, aber zum Beispiel so Sachen wie Pelz, Rüstung, Waffen, Schuhe, die werden natürlich ausgezogen, weil das nicht normalerweise zum Kefen passt. So, jetzt hat man gesehen, da ist gar nicht mehr viel Kleidung, weil im Kampf vielleicht wurde ihm die Kleidung auch zerfetzt. Da ist nicht viel Kleidung da oder nicht genug Kleidung da, womit eine Sunna-Kafan gerechtfertigt ist. Was war die Sunna-Kafan? Dass also von Kopf bis Fuß eingewickelt wird. Dann wird es ergänzt, wie bei Mus'ab bin Umair radiallahu anh zum Beispiel, wo gar nichts mehr da war. Und Rasulullah gesagt hat, zieht seine Kleidung über seinen Kopf und bedeckt seine Füße und die, seine Beine mit Stroh, hatte er gesagt. Das war eine äußerste Extremsituation. لِأَنَّهُ شَهِيدٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Denn dieserjenige ist Shahid, was die Rechtsprechung im Dunya angeht, auch für die Akhira. وَلَهُ الثَّوَابُ الْمَوْعُودُ Und der bekommt diese versprochene Belohnung von Allah لِشُهَدَاءَ عِنْدَ اللَّهِ فِي الْآخِرَةِ Im Jenseits. Die zweite Kategorie, شَهِيدُ الْآخِرَةِ فَقَدْ Die zweite Kategorie ist derjenige oder diejenige, der nur im Jenseits Shahid ist, nicht im Dunya. وَهُوَ مَنْ قُتِلَ مَغْدُومًا Das ist jeder Mu'min, der zu Unrecht getötet wurde auch. أَوْ قَاتِلَ الْإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ حَتَّى قُتِلْ Er hat auch auf dem Schlachtfeld gekämpft, als Mujahid, für die Verherrlichung, für das Obsiegen des Wortes der Religion Allahs, also إِعْلَاءُ كَلِمَةِ اللَّهِ Merkt euch das. Wofür kämpft der Mu'min? Für إِعْلَاءُ كَلِمَةِ اللَّهِ Also um das Wort, die Religion Allahs zu verherrlichen, zu obsiegen. Dafür kämpft er. حَتَّى قُتِلْ Er wurde auch dort getötet. وَلَمْ تَتَوَفَّرْ فِيهِ الشُّرُوتُ Aber er erfüllte jetzt einige Bedingungen nicht, die wir vorhin aufgezählt haben. Wie zum Beispiel الَّذِي قُتِلَ جُنُوبًا Er war Junub. Er war wie Hanzala radiallahu anh, der einen Tag zuvor geheiratet hat und danach zum Kampf gegangen ist und dort Shahid wurde. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stand vor ihm, als er dann vor ihm stand, also er lag auf dem Boden, er war tot, er war ein Märtyrer und hat weggeschaut. Und die Sahaba haben gefragt, warum er wegschaut, er hat gesagt, er wird jetzt gerade gewaschen von den Engeln. Und deswegen sagen die Gelehrten, dass derjenige gewaschen werden muss. Also da ist die Rechtsprechung halt jetzt, ändert sich zu dem anderen, zu der ersten Kategorie. Also das wäre eine Kategorie, der also im Junub-Zustand wäre, oder لَمْ يَمُتْ عَقِبَ الْإِسَابَةِ Also wie kann man das jetzt mal wissen? Also es sind Soldaten, es sind Mujahidun da und der Mujahid hatte vielleicht in dieser Nacht Ihtilam, also er hatte einen Traum, wo er Junub wurde. Und sie sind dann zum Kampf gegangen gegen die Kuffar, er hat seinen Freunden gesagt, Brüder, bitte wisst Bescheid, ich hatte so einen Traum, ich konnte keinen Rüssel nehmen. Er informiert sie, dass sie Bescheid wissen und entsprechend handeln können. Weil es ist wichtig von der Rechtsprechung her. أَوْ لَمْ يَمُتْ عَقِبَ الْإِسَابَةِ Also jetzt ist er auf dem Kampffeld verletzt worden, aber ist nicht sofort verstorben. Er wurde nach Hause transportiert, ins Krankenhaus transportiert. Er hat أَكَلَ وَشَرِبَ بَعْدِ إِنْقِدَاءِ الْحَرْبِ Also er hat noch was gegessen, getrunken. Auch das ist dann jemand, der ist auch ein Shahid, Shahidul Akhira. Aber was ändert sich? Kommt gleich. Wenn man أَرَادَ ضَرْبَ الْعَدُوِ فَضَرَبَ نَفْسَهُ Jemand, der den Feind töten wollte, aber einen Fehler gemacht hat und sich selbst getötet hat, also mit dem Messer, mit der Waffe, ist ausgerutscht, irgendwas ist passiert. Hukmuhu, was ist jetzt hier die Rechtsprechung? Huwa fid dunya kasa'iril mauta, also was die Rechtsprechung für diese Dunya angeht, ist er wie die anderen Verstorbenen. Yughsalu wa yukfanu. Er wird gewaschen, er wird in das Leichentuch eingewickelt. Lakin fil akhirati lahu thawabul maw'ud lishuhada. Aber im Jenseits ist er wie der Erste, genauso Shahid, und er bekommt die volle Belohnung als Shahid. Zum Beispiel Hazrat Umar radiallahu anhu. Hazrat Uthman radiallahu anhu, Hazrat Ali radiallahu anhu, sie wurden ne, im Gebet, hat der Kafir dieses vergiftete Messer Dolch eingestochen auf Umar radiallahu anhu, aber er ist nicht dort verstorben, sondern er hat ja noch weiter gelebt, auch noch ein weiteres Gebet oder weitere Gebete, aber sie sind Shahid, hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt.
ومن الشهداء إلى آخرته من سماه الرسول شهيدا كالغريق والحريق والمبتول. Also, jetzt gibt es hier noch Kategorie, also in dieser Kategorie gehören auch, also fürs Jenseits sind auch diejenigen oder die bekommen die Belohnung eines Schahids, die Rasulullah als Schahid gekennzeichnet hat. Wie zum Beispiel Al-Ghariq, jemand, der ertrunken ist. Wal-Hariq, jemand, der verbrannt ist. Oder, ja. Wal-Mabtun, oder jemand, der mit Bauchschmerzen verstorben ist. Wobei es hierbei Meinungsverschiedenheiten gibt. Aber Imam Suyuti hat 30 Punkte aus den Hadith herausgearbeitet, wo er 30 Punkte aufzählt, ich werde jetzt hier nicht alle aufzählen, wo er sagt, die bekommen auch, die kann man auch als Schahid kennzeichnen, die sind auch Schahid, von den Schahid. Also hier wurden einige genannt, zum Beispiel jemand, der verbrannt ist, ertrunken ist, oder ein Gebäude wurde gesprengt, wie wir es ja heutzutage sehr oft sehen, und er ist unter den Trümmern, unter den Mauern verstorben. Oder er ist an einer Krankheit, wie zum Beispiel Corona oder Tuberkulose, also eine Pandemie verstorben, genau. Auch diese, da gibt es auch andere Überlieferungen, auch diese sind Schahid. Aus Sar'i oder an einer Krankheit wie Epilepsie, Al-Humma, an einer Krankheit wie Fieber verstorben. Audune ahlihi wa malihi. Heftig. Also jemand, der im Diyar Ghurba, also wo er alleine ist, also seine ganze Familie lebt in Türkei oder in einem anderen Land und er lebt alleine hier. Seine Familie war nicht bei ihm, auch der ist Schahid. Weil dieses Leid, was er sein ganzes Leben verspürt hat, auch dafür belohnt ihn Allah, Allahu Alam. Also zu Unrecht verstorben oder getötet, sowieso natürlich. Oder ein Raubtier hat jemanden angegriffen und getötet, auch der ist Schahid und bekommt die Belohnung eines Schahides. Habsim bis Sultanen Dulman, also der Herrscher oder die herrschende Macht hat jemanden inhaftiert und dort gefoltert, ist Schahid geworden. Schlange hat jemanden gebissen, ist Schahid geworden. Mata ala talab al-ilm al-shar'i, auf dem Weg, um islamisches Wissen zu erwerben, ist jemand verstorben, ist auch Schahid. Möge Allah bewahren, aber jetzt zum Beispiel, wir wollen hier hinkommen, auf dem Weg, ein Autounfall, können wir versterben. Keiner kann garantieren, dass wir immer heil ankommen. Auch hier gibt es die Belohnung eines Schahids, wenn die Nia natürlich Ikhlas war. Allah kennt es. Au tajiran saduqan, wa man sa'a ala amri'atihi wa waladihi yuqimu fihim amr Allah. Ein Arbeiter, der gearbeitet hat, zum Beispiel im Bergbau, als Beispiel, was mir jetzt einfällt, die dann dort unter Tage verschüttet worden und dort verstorben sind. Er wollte einfach halal Geld verdienen für seine Familie, für seine Kinder, damit er sie vom halal Geld ernähren kann. Auch der ist Schahid. Und viele andere Punkte zählt Imam Suyuti auf. Wie gesagt, 30 hat er aufgezählt. Das sollte ausreichen, inshallah. Die letzte Kategorie, Nau'un thalithun shahidu dunya faqat. Der ist kein Schahid, sondern nur Schahid weltlich gesehen, aber eigentlich gar kein Schahid. Deswegen faqat, also nur für die Dunya, scheinbar. وَلَيْسَ هُوَ بِشَهِيدٍ حَقِيقَةً. Der ist definitiv kein Schahid, in echt. وَهُوَ الَّذِي قَاتَلَ لِغَرَضٍ دُنْيَوِيٍ. Das ist jemand, der für ein weltliches Ziel gekämpft hat. كَالْمُنَافِقْ الَّذِي قَاتَلَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ. Also ein Munafiq, der mit den Gläubigen zusammen auf dem Schlachtfeld war und dort verstorben ist. Der ist kein Schahid. Und der kommt auch nicht ins Paradies. Guzman ist im Feuer, hat Rasulullah gesagt. Der war auch im Uhud dabei. Er hat mächtig gekämpft. Er hat viele Muschiks getötet. Und deswegen waren die Sahabe erstaunt, warum sagt Rasulullah, dass Guzman im Feuer ist, in der Hölle ist. Und nachher haben sie erfahren, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aus seinem Mund und seinen Lippen kommt kein Wort raus, was falsch ist. Allah bewahrt ihn davor. Nachher haben sie erfahren, Guzman hat gesagt, er hat gekämpft, damit sie sagen, was für ein mutiger, tapferer, heftiger Kämpfer. Dafür war er da und dafür ist er gestorben und ist ein Munafiq gewesen. فَهُوَ شَهِيدُ الدُّنْيَا. So jemand ist nur ein Schahid für das Diesseits, also scheinbar. لِأَنَّهُ لَا يُغْسَلْ وَلَا يُكْفَنْ. Er wird nicht gewaschen und auch nicht in ein Leichentuch eingewickelt. وَيُسَلَّ عَلَيْهِ. Aber man betet das Totengebet für ihn, bi'atibar al-zahir, wegen der scheinbaren Deutung, in Anbetracht der scheinbaren Deutung. Walakinahu laysa bi-shahid al-akhirah, aber er ist kein Schahid im Jenseits, falaysa lahu thawabun, thawabu shuhada, und bekommt natürlich auch nicht die Belohnung, die ein Schahid bekommt. Okay. Das natürlich nur, wenn man das ganz gewiss weiß, sonst. Im Zweifel immer für den Angeklagten, heißt es ja, das kommt eigentlich von uns, diese Rechtsprechung.
Das heißt, im Zweifel für den Angeklagten, also wenn man es nicht sicher weiß, dann ist es halt und betet auch das Totengebet und wäscht auch und benutzt auch das Leichentuch. Ich habe jetzt noch geschaut. Nee, sonst haben wir eigentlich alle Punkte und auch in der Zeit, Alhamdulillah. Gibt es Fragen zum heutigen Thema? Dann, ich weiß nicht, wer, ich glaube, der